Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2019. Mit dabei ist der Mike und der Micha. Hallo, Leute. Moin, moin. So, also heute wieder mehrere Spiele in der Folge. Ich trete gleich mal erstmal gegen FC Bayern München an. Yay, yeah, und ich nach Jan gegen Bayern. Ja, sehr gut, ja. Ein Spieltag danach, Mann. Ja, Micha Bayern spielt excellent. Gegen Stuttgart und ich spiele gegen Wolfsburg, wollte ich nochmal gesagt haben, dass ihr Bescheid wisst. Ja, Micha und ich sind jetzt punktgleich. Ja. So. Dann wünschen wir natürlich aber auch natürlich noch Mike natürlich alles Gute für dieses Spiel jetzt. Und Dankeschön. Also wenn ich jetzt gewinne, dann bin ich auch punktgleich mit euch. Das wäre mal richtig nice. Je wie dann die nächste Folge anfängt. Je nachdem, wie die Tordifferenz ist, bin ich dann halt über... Ja, wobei, also ich müsste entweder... Eintracht Frankfurt 1:1 gegen Hannover. Also wenn ich mit mehr als einem Tordifferenz gewinne, dann bin ich vor Jan. Deswegen erstmal überhaupt gewinnen und am besten noch ein bisschen höher. 3-1 zum Beispiel wieder, wäre super. Letztes Spiel haben wir den ersten Saisonsieg eingefahren, jetzt spielen wir gegen Platz 5. Also ziemlich weit oben, die Typen hier. Das wird crazy. Ich habe Angst, wie immer, aber wir schaffen das. Oh, Sommer. Gut, dass wir den wieder haben, das ist super. Sommer, den brauchen wir. Eine Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Gelbe Karte nochmal für Pausen. Der holt sich voll oft eine gelbe Karte ab. Das ist nicht gut. Ich beflügel die immer mit dem Zuruf, aber das bringt nichts, habe ich so das Gefühl. Wolfsburg bisher mehr Schüsse, wir bisher mehr Ballbesitz. Beide gleich viele Schüsse aufs Tor. Wolfsburg halt mit mehr Fouls. Dafür haben wir eine Karte. Also alles so, naja, ausgeglichen irgendwie, irgendwo. Jetzt kommt Wolfsburg mal mit einer verdammt guten Chance und das ist das 1-0. Fuck. Das ist nicht gut. Cordoba, Alter. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist crazy. Das macht die Sache natürlich jetzt deutlich schwieriger. Oh, wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Also ein Unentschieden, wie gesagt, wäre auf jeden Fall okay. Aber verlieren dürfen wir auf keinen Fall. Das ist überhaupt nicht gut. Wir fordern einfach mal nach vorne drücken. Bitte, er hat auch Gladbach. Erst Max Kruse ein Tor gemacht. Komm, komm, komm. Let's go. Wir hatten auch noch nie einen Elfmeter. Ihr hattet, glaube ich, beide schon mal einen. Nee. Du hast es auch meine wurden immer aberkannt. Ach stimmt, du hattest Video. Hatte immer Videoschiri und wurde immer auf Freistoß entschieden. Ja, ja, mega geil. Komm Gladbach, jetzt Konter oder so. Irgendwas machen. Irgendwas Cooles. Das ist auch schon heftig. Ich habe in 6 Spielen habe ich ja, viermal Videoschiri gehabt. Cool. 2-0, was für ein Schuss von Arnold. Oh, oh. Fuck off. Mann. Das nicht. Okay, dann gehen wir in die Offensive. Und geben alles. Komm. 20 Minuten, wir geben nochmal alles. Es ist nicht verloren noch. Aber es ist verdammt schwer jetzt. 2-0 ist überhaupt nicht gut. Guck mal, der Zuruf war richtig geil. Ja, aber das hat schon ein paar Mal habe ich den... Spieler sind so ausgepowert. Ein paar Mal schon beflügelt, aber es bringt nichts. Oh. 3-0, Niederlage. Damit bleibe ich auf Platz 15. Ist noch nicht vorbei. Aber das ist scheiße. Ja, wie soll es nicht vorbei sein, Alter? Mike nimmt das jetzt einfach so hin. Nee, ich probiere doch alles. Sehr offensiv, viel Druck. Boah, extrem hier, durch den Zuruf beflügelt. Ja, schon die ganze Zeit. Die Was anderen aber auch. Für geile Zurufe? Die anderen aber auch. Guck, alle Wolfsburger auch. Und die machen halt die Tore. Oh. Video. Video-Schiri, Videobeweis. Ja, ich glaube, das gibt Elfer. Das gibt Elfer. Wie das aussah. Oh, Mann. Das verläuft das gar nicht gut, das Spiel. Wenn es, ja, also, ich glaube, dass es Elfmeter gibt. Es läuft überhaupt nicht gut, das Spiel. Und er zeigt an. Was? Elfmeter. Ne, gar nichts. Doch. Ja, aber also ja, diese voll offensichtlich. Ansichten da vom Schiri, die kann ich nicht verstehen. So, zack. Mike. Oh Mann.
Jetzt ist meine Tordifferenz auf jeden Fall besser. Ein bitteres 4:0. Alter, aber du hast doch hier... Ach so, das sind... Ah, das sind die Werte von Wolfsburg, die ich hier sehe. Ha! Ich dachte gerade so, oh, deine Spiele sind ja voll gut. 9,1 und so bewertet, 9,0. Was ist da los? Jetzt nochmal ein Ehrentreffer. Ehrentreffer für Ehrenmänner, kommt. Wieso habe ich gegen Gladbach 1:1 gespielt? Mann, das kann nicht sein. Mann, ein Saisonsieg eingefahren, ultra gefreut. Und es hätte ja besser laufen können jetzt dann, wenn ich jetzt auch gewonnen hätte. Nur mit einem 1:0 oder so. Dann wäre ich punktgleich mit euch. Ja. Und ja, keine Ahnung. Wäre es an mir auch wieder vorbeigezogen. 4:0 ist schon ziemlich bitter. Das ist schon ziemlich hart. Ich habe mein Spiel am Samstag um 15.30 Uhr. KK, wir haben drei unterschiedliche Spiele. Ja. Wow. Nice. Anweisung für Länderspiele. Ja. Also ich habe immer um 15.30 Uhr irgendwie. Ja, weil du unwichtig bist. Hallo, gegen Leverkusen. Nein. 17:30. Schnittwunde. Wie geht das, Mann? Ich check das nicht mal. Was ist das? Ist aber eh nur irgendwie für eine Woche oder so. Fünf Tage bis zwei Wochen. Bis zwei Wochen. Puh. Was machen eure Spieler? Ja, der denkt sich halt mal, hey, ju. Hey, ju. Ja, ja. Das wäre auch ganz gut, wenn Jan gegen Mainz gewinnt. Ja, fände ich auch gut. Und ich müsste gegen Wolfsburg gewinnen. Das fände ich dann richtig gut. Ich fände es richtig gut, wenn ich überhaupt mal wieder gewinne, aber gegen Bayern wird das schlecht. Und jetzt knallst du die gleich 4:0 weg. Ja, safe. Also ich habe so vorgeschwächt mit einem 0:0. Jetzt bist du dran. Vorgeschwächt mit einem 0:0. Du hast dich richtig heiß gemacht. Du hast dich richtig vorgeschwächt, Junge. Drück mal weiter, ich will jetzt. Hab ich doch! Mann! Mike, weiter! Ja, ich muss hier noch Taktik-Pressekonferenz, ne? So. Oh, Mainz gegen Hertha! Wie wir voll abgehen! Also dann gucken wir mal, was ich gegen Bayern mache. Je nachdem, wenn Bayern gewinnt, dann sind sie vor Wolfsburg. Wenn nur unentschieden ist, dann nicht, weil die Wolfsburger eine krasse Tordifferenz haben, dank mir. ja, mal gucken. Am besten gewinne ich gegen Bayern, auch wenn das sehr, sehr unmöglich ist. Ja, aber dann wäre ich eventuell hinter Micha oder sogar vielleicht vor Micha. Eieiei. Also punktgleich auf jeden Fall. Tordifferenz mal gucken, wenn ich überhaupt gewinne. Oh, meine U19 ist auf Platz 2. Das ist auch crazy. Deine U19 hat ja meine abgeschlachtet. Ja, deine sind auf dem vierten Platz. So, ihr müsst noch weiter drücken. Ja, wir warten auf Jan. Ja. Dann passt die Sache, dann fangen wir an. Gegen Bayern, was ein Topspiel. Das letzte ja, ich schau's in der heutigen Folge. Heieieiei. Der eine hat ja wieder prophezeit, dass Bayern gewinnt. Logischerweise. Mike hat auch immer die Spiele, wo kein Spiel parallel läuft. Das stimmt tatsächlich. Er hat immer das B-Win-Top-Spiel. Gibt's ja nicht. Ja, ja. Sehr geil. Ich möchte mal hier anmerken, dass die Passquote von 81% kann keiner im Wettbewerb toppen, steht bei mir im Teambericht. Boah. Los geht's, ich habe Angst. Und am zweitwenigsten Gegentreffer. Wenn man immer 0-0 spielt. Richtig hart gefickt. Oh Mann. Muss ja nur fuck, 8 Minuten gespielt, noch kein Tor. Nein. Jetzt ist ein Tor da. 1-0 in München. Thomas Müller. Ja, ich hab Spaß.
Ja, ich habe ja gesagt, also nach diesem Spiel gegen die Bayern, da ist auf jeden Fall Gewinnen angesagt. Weil da spielen wir gegen nicht so krasse Gegner. Wenn es in diesem Spiel für nur Unentschieden reicht, wäre ich super happy. Wenn nicht, ist es halt so. Und ja, 4-0 gegen Wolfsburg verloren. Wie gesagt, wahrscheinlich wird das hier ähnlich laufen. Auch wenn ich davon jetzt einfach mal nicht ausgehe. Ich hoffe es einfach mal nicht, meine Herren. Ja. Komm. Ich faul auch die ganze Zeit. Was ist das? Das Ding ist wahrscheinlich, oh, wenn ich Chancen habe, dann ist wie bei Jan das neuer Held. Ja, das ist echt. Das war scheiße. Aber irgendwie geht's gerade nicht vorwärts, oder? Bei mir auch nicht. Ja, echt, bei mir passt ja. Mir ist alles super. Komm gleich nochmal vorbei. Okay. Irgendwie wollte das nicht. Ciao, ciao. Jetzt sehe ich auch mal was. Ah. Echt. Bist du in der 11. Minute? 12. ja. Aber er bleibt bei mir stehen. Ja, der lädt das nur, das braucht ein bisschen so. Ah, jetzt geht's weiter, gut. Ja, 14. Minute, ja. Durch den, ja. Zug. Oh, durch den Zug. Ich sag ja, ich, Alter, mach das immer so krass, aber es bringt nichts. Boah. Er ist echt der Meister der Zurufe. Zurufe. Ja, Zurufe. Ich habe das Gefühl bei mir, also wirklich, also vielleicht sollte ich es einfach lassen mit den Zurufen. Ich lasse es auch. Holt sich. Hat keinen Sinn. Ist am Ende besser als alles andere. Bin mir halt wirklich gar nicht sicher, ob das überhaupt wirklich was bringt. Ich glaube nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich habe das Gefühl, negative Sachen, das bringt was. Dann ist es schlechter. Ja, das kann sein. Schlechter können sie alle. Aber besser geht nicht. Das sind halt die Bayern, ne? Und 3 Schüsse aufs Tor. Gladbach 0. Oh, jetzt ein. Das ist cool. Oh, scheiße. Ganz überfordert. Nein, Mann, wieso die ganze Zeit gelbe Karten? Ich hasse sowas. So viele gelbe Karten, das ist so kacke. Also wir spielen ja auch nicht den fairsten Fußball, alle drei Clubs. Da hat man immer so Angst, so, oh mein Gott. Wenn da jetzt irgendwie noch. Du bist auch sehr defensiv. Ich bin doch nicht auf sehr defensiv. Wir bist auch sehr defensiv. Nein, bin ich nicht. Ich habe auch vorsichtig gegen Bayern München gespielt. Volle Offensive. Ja, safe. Attacke! Die dürfen aber auch schon alles machen bei dir, wa? Ja, komm. Der steht bei mir sehr offensiv. Hä? Was ist denn bei dir los? Lol. Wie machen wir das? Oh, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Tschüss. Ja, was, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Bestätige einfach mal. Ah, Mann. Hätte ich nicht das 1-0 kassiert, dann wäre es jetzt wenigstens 0, ne? Echt? Das ist eine schlaue Rechnung. Und ich sag dir was, wenn du 2 Tore geschossen hättest, dann würdest du 2-1 führen. Das wäre tatsächlich so. Schieß mal ein Tor gegen die, gewinn gegen die und dann hole ich Bayern München ein. Soll ich? Mit meinen ganzen Unentschieden, ja. Oh, das wäre. Mach ja irgendwie gerade einen auf Eintracht Braunschweig. Das war wieder gut. So wie die in der letzten Saison gespielt haben. Ich mache einen auf Eintracht Braunschweig. Gewinn nie.
Ja, aber ich gewinne ja auch nie. Ja, du spielst ja nicht so unentschieden. Ja, aber so. Braunschweig verliert, aber. Letzten Saison gespielt. Nee, ja, ich rede ja von der letzten Saison. Ja. Da haben sie auch nur unentschieden gespielt. Ja, dann bist du wie die Braunschweiger von der letzten und ich wie die Braunschweiger von dieser Saison. Ja. Ist gut, ne? Oh, komm! Oh, oh, neuer Mann, das ist so. Mann! Einmal eine gute Chance. Sehr offensiv. Mann. Auf Neuer und Lewandowski und dann gewinne ich. Ja. Oder Messi. Ja. Du Messi, ich Ronaldo. Ich möchte Dybala. Machen wir. Super Sache. Komm, jetzt pushen wir gerade. Das kann doch nicht sein. Vor der Halbzeit. Oh, jetzt ist weg. Durch den Zuruf beflügelt. Hey, Messi und Ronaldo, habt ihr dann jeweils nur ein Jahr oder zwei Jahre? Dybala kann ich 10 Jahre noch halten, du. Sommer. Was ein Tier. Ja, wir planen schon für so lange. Bruno. Wir wollen eh alle weg. Oh Mann. So, jetzt spielst du ernst. Jetzt machst du richtig, ja? Jetzt mach ich richtig. Hast immerhin auch schon 2 Schüsse aufs Tor. Ja. Das Bayern hat nur 3. So krass. Also, es ist ausgeglichen mittlerweile. Ja, mittlerweile tatsächlich, aber. Also, du gehst nicht so baden wie gegen Wolfsburg. Bisher. Gegen Wolfsburg habe ich. Wolfsburg ist ja auch Platz 1. Bei Wolfsburg habe ich ja eben. Bei Wolfsburg habe ich ja aber alle Tore in der zweiten Hälfte. Zweiten Halbzeit bekommen, gekriegt, ne? Ja. Also, weißt du Bescheid, ne? Ja, ich weiß Bescheid. Das freut mich. Richtig dumm, Alter. Mann. Ja, hilf mir. Auf geht's, Gladbach, schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Auf geht's, Gladbach, schießt ein Tor. Wenn du so singst, auf keinen Fall. Oh Mann. Ich kenn keine Fangesänge, ich kann nur das. Hertha BSC, schießt ein Tor. Tor! Folge langweilig. Tor! Und Tor! Ja, ja. Stark. Scheinen sehr viel. Ich meine Spieler jetzt so demotiviert, dass sie hier richtig viele Tore schießen. Achso. Ja, ja. Demotiviert Tore incoming. Ne? Oh nein. Oh shit. Eieieiei. Oh shit. Na was? Bei mir passiert gar nichts mehr. Was denn? LOL! Oh ja, boah, wie. Torlinientechnik ohne Ball. Ja, bei mir. Torlinientechnik am Mittelpunkt. Bei mir, ja, siehst du, dann habt ihr beide das, was ich schon mal gehabt habe. Bei mir war die Torlinientechnik am Start. Und das war ja mal so knapp nicht drin. Das waren, glaube ich, 2 Millimeter, wo der Ball nicht. Oh, jetzt aber. Oh! Direkt ein Meter daneben. Nie rein. Nie. Das sieht immer 1 zu 1 gleich aus. Tatsächlich so. Komm jetzt. Oh, jetzt nimmt er alles. Jetzt nimmt er alles in Angriff. Jetzt geht's richtig ab. 3-mal Wechsel. Oh. Hat man immer so Angst, so, ne? Ja. So, das denke ich mir dann immer. Komm, vom Zuruf beflügelt, bitte. Und dann richtig Gas geben nochmal. Beine sind ja ängstlich. Ja, ja, ich habe doch noch einen Zuruf gemacht. Siehst du jetzt? Oh. Junge! Alter. Na komm! Komm on! Dem. Ich will das auch haben. Vor! Doch, ein Tor! Mann! Gibt's doch nicht. Wieso kannst du so geile Zurufe machen? No, oh, Alter, Sommer Alter. Ist so krass. Manchmal, aber nicht immer. Also das war gerade gut. Halt. Mann. Hammes. Oh oh. Das sieht jetzt mal nach einem Freistoß aus für Bayern. Ja, ich sehe es. Komm jetzt. Oh, oh, oh.
kontern. Gib Gas. Bayern gewinnt wieder die Überhand. Das gefällt mir gar nicht. Null. Aber die Bayern-Spieler gehen schon am Krückstock. Laut Kondition. Jetzt muss Schlag mal zu. Ja, Mann, ich probier's doch. Oh. Ja, das war nicht so cool. Dachte, das pusht die jetzt nochmal richtig. Okay, wir gehen. Oh, jetzt Robberie drin. Robberie. Robberie ist drin. Ja, ja, ja. Oder Rip-Rob oder wie man Rip-Rob, auch immer noch nennen will. Alter, mach das denn? Rip-Rob. What the fuck? Ja, genau, Rip-Rob. Wer kennt's nicht? Ja, früher, wo sie noch so Champions League-Klasse waren, war es vielleicht Robberie. Und jetzt, wo sie nur noch so sind, wie sie jetzt sind, ist es vielleicht Rip-Rob. Wer weiß das schon. Ja, genau. Bitte mach nochmal eine Spielunterbrechung, damit die neue Taktikanweisung machen. Ja. Jetzt spielst du ernst. Ich spiel schon die ganze Zeit Spielunterbrechung gemacht. Ja, ich habe nochmal sehr offensiv halt alles gestellt. Auch wenn ich jetzt noch eins kassiere. Ja, weil wenn es so bleibt, wie habe ich ja schon mal gesagt, wenn es so bleibt, haben wir sowieso verloren. Also. Ja. Ist so. Gas geben. Deswegen Offensive. Ja. Bin gerade so hart nach vorne. 2 Minuten bloß. Rückkommen. Komm, Stindel. Oh, ist der langsam. Oh, was. Oh, wird das was ein Bob, Alter. Lea, jetzt Neuhaus, ey bitte. Jetzt holt er noch einen Unentschieden gegen Bayern. Das wäre so heftig. Kramer, Neuhaus, bitte schafft irgendwas Gutes. Ja, ja, spielt nochmal ein paar Mal hin und her, bis er abpfeift, Alter. Ja, ja. Mann! Ey! Arschloch! Nein! Oh, shit. Ribery. Komm, Ginter. Oh, der wollte auf Robben spielen. Rip-Rob. Das ist der Wahn, Junge. Komm, bitte. Nein, was machen die denn? Warum verlieren die gerade die ganze Zeit Bälle? Ja. Oh. Ja. Jetzt. Raphael! 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 Ja. Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen. So schön! So schön! Jetzt, Leute! Jetzt ist er hochmotiviert und verliert die anderen Spiele alle. Ja. Safe. Five up! Ey, wehe, die machen ein Tor. Nein. Der pfeift nicht ab. Das ist doch so lächerlich, wenn die jetzt ein Tor machen. Der pfeift nicht ab. Oh. Oh. Er pfeift. Yes. Glückwunsch zum Punkt gegen den FC Bayern. Alter, jawoll. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe ja gesagt, irgendwann war Bayern platt. Bayern konnte bis jetzt gegen keinen von uns gewinnen. Ja, das macht ihr mir jetzt auch wirklich ein bisschen Druck, ne? So. Dankeschön. Ich muss ja erst im Januar gegen die spielen. Bis du gegen die spielen hast. So, die anderen Spiele jetzt alle gewinnen, Alter. Ja, ich möchte auch mal gewinnen. Ich möchte auch mal gewinnen. So, Leute, wieder eine ganz spannende Folge gewesen mit interessanten Spielen. Ja, tatsächlich, Mike hat es geschafft. Das war richtig, wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe nur mit zugeschaut. Könnt ihr in der Infokarte bei Mike rüberschauen. Das Spiel Bayern gegen Gladbach. Auch er hat einen Unentschieden geschafft. 2 weitere Spiele haben wir jetzt in der Bundesliga hinter uns. Wir haben 2 weitere noch vor uns. In der nächsten Folge schaut wieder vorbei. In der Infokarte Micha und Mike natürlich verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.